Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Kingdoms and Castles. Und Leute, hier ist gerade ein Wikingerangriff gestartet. Ich habe hier gestartet und meinen Spielstand geladen und geschaut. Puh, und sie kommen. Sie kommen wirklich. Sie kommen jetzt. Ich drücke Start. Oh Gott. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, weil meine zwei Hütten da oben auch noch nicht fertig sind. Die sind noch nicht ansatzweise fertig. Es wäre aber viel besser, wenn sie fertig wären. Huch, wo will er denn hin? Nehmt sie unter Beschuss! Guck mal, da kommen sie. Sie können nicht anlegen. Sie können nicht anlegen. Wir können sie jetzt schon richtig niederschießen. Zumindest mit dem bisschen, was wir haben, können wir sie angreifen. Los, schlagt sie davon. Aha, sie wollen anlegen, aber es geht nicht. Guck mal, das Schiff ist schon gesunken. Das Schiff ist schon gesunken. Die kommen hier nicht durch. Guck mal, ey. Wir haben sie schon richtig dezimiert. Wir haben sie richtig dezimiert. Wo fahren sie hin? Oh nein. Oh nein. Was suchen sie sich jetzt für einen Ort? Oh oh. Ey, ich sag's doch. Hab ich vorhin gesagt, die fahren da jetzt rein und zerstören meine Brücken? Ja, habe ich gesagt. Und ja, sie machen es. Ich hab's geahnt. Ich hab's einfach so dermaßen geahnt. Mann. Naja, guck mal, die wollten da anlegen. Die sind auch nicht weitergekommen. Ah, ey, die Lümmel. Und jetzt wollen die hier anlegen, oder was? Komm schon. Oh nein, da sind welche ausgestiegen. Da sind welche ausgestiegen und die werfen mit Fackeln. Oh no, oh no. Egal, wenn sie zu weit hier rüberkommen, kriegen sie von da wieder Breitseite. Die marschieren da einfach über die Brücken. Ihr kommt hier nicht lebendig raus, das sage ich euch. Eure Schiffe werden sinken. Zack, da geht schon eins unter. Da geht schon eins unter. Das nächste wird folgen. Das nächste wird folgen. Claimed. Okay. Kann ich mit leben. Mist. Das Feuer wird sich einiges ergreifen hier. Aber die kommen auch nicht weit. Ey, selbst die Vikings haben keine Chance. Also da müssen sie schon dickere Geschütze auffahren. Um mit so einem brachialischen Typen hier mithalten zu können. Ist das alles gewesen? Hey Leute. Macht die doch kaputt. Was wollen die denn hier? Ach, da oben. Die gehen zu meinem Rittersmann. Na, dann sind sie selber schuld. Da sinken wieder zwei Schiffe. Da ist nur noch eins. Ist auch gesunken. Da sind sie weg. Da sind sie weg. Seht's euch an. Alter, die Vikings. Ha. Und meine Stadt ist auch voll von Menschen. Sie sind bestimmt nicht mehr traumatisiert. Nee, sie sind nicht traumatisiert. Wie kann ich das mit diesen Taxes wieder rückgängig machen, ist die Frage. Ich habe beim letzten Mal ja die Tax erhöht auf ein Gold mehr. Völliger Schwachsinn bisher. Ich weiß nicht, wie man da die Leute glücklich machen will. Könnten hier mal so ein paar Soldiers trainieren. Nehmen wir mal 20. Jetzt, wo, kosten die erst was bei der Herstellung oder was kosten die überhaupt? 5 Gold? Naja. Also meine Stadt ist trotz der hohen Steuern voll bis unter den Rand. Warum sind die immer noch rot hier? Die haben doch alles, was sie brauchen. Ach, die können mich doch nicht verarschen hier mit ihren scheiß Bibliotheken immer. So. Hier müsste noch ein neuer Held sein, oder? Sir Lancelot. Lancelot. Let. Sin. Son. Lat. Me
minus 20 Happiness wegen diesem Kohle-Ding. Hier ist doch genug Kohle. Too far away or non-available. Hier ist ein Food Storage. Sollen wir dann vielleicht hier noch einen kleinen Stockpile aufstellen? Damit die dann auch irgendwann mal wieder glücklich werden können. Ach, wenn die Leute doch aus diesen Stockpiles nur alles rausschleppen würden auch und dahin bringen würden, wo es gebraucht wird. Wisst ihr, da habe ich nämlich keinen Einfluss drauf. Aber ich mache jetzt mal die Base Happiness wieder hoch, indem ich Bibliotheken baue. Noch mehr. Also ich bin nur gelb wegen being taxed. Ich kann es aber auch nicht runter machen. Tax Rate 3G. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da draufklicke wie ein Blöder und die Tags hinterher auf 10 sind und ich kriege sie nicht mehr runter. Dann haben wir nämlich ein richtiges Problem. Dann haben wir aber ein richtiges Problem. Dann bin ich mir... Ach so. Leute, hier sind die Bridges kaputt. Fällt mir gerade auf. Demolish, demolish. Ja, aber die haben geil vertrieben. Geil. Also, von der Seite bin ich gerüstet, wenn die nicht wieder mit Ogern kommen. Aber es war schon heftiger Mist. Das war schon echt heftiger Mist, Leute. Acht. Hm. Ja, Lancelot. Recruit mal den Lancelot. Noch mehr. Lancelot. Der gute alte Lancelot. Letzte Lanz. Lancelots. Guck, das hier ist doch übelst das Bildungs- und Kulturviertel. Hey, Lancelot, warum... Achso. Ich wollte nicht, dass du dahin rennst. Ach, Mann. 2000 Gold. Ja gut, wir haben nur die Hälfte an Essen, was wir storagen können, ne? Aber ich kann doch nicht noch mehr Essen produzieren. Leute, ich produziere so viel Essen. Jede Menge. Was hat der für ein Problem? Er will Nachbarn haben. Warum wollen die unbedingt Nachbarn? Viele Leute sagen, nee, sei mal leise. Okay, ich würde sagen, dann rasieren wir hier mal noch ein bisschen durch die Party. Chop, chop, chop. Chop, 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 chop. Chop, 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 chop. Chop, 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 chop. Chop, chop, chop. Oh yeah, oh yeah. Komm schon. Alles weg, alles weg. Ach ja, ja, ja. Das ist wie bei der Intimrasur, Freunde. Jedes Bäumchen muss weg auf Dauer. Sonst bilden sich fäulnis Geruch und Fungus in der Hose. Und das will niemand. Ich sag's euch, so ein Hosenfungus. Ha, da will ich aufpassen. Da will ich aufpassen. Da kann einiges passieren. Ich höre doch was. Ich höre doch einen Drachen irgendwo. Da ist er. Alter, aber du gibst dir direkt die volle Front, ne? Du gibst dir direkt die volle Front. Boah. Auf ihn, auf ihn. Der kleine Babydrache, schau mal, er ist ein Babydrache. Moment mal, wir töten ein Baby? Naja, es ist ein fieses Baby. Es spuckt Feuer und tötet Menschen. Dann kann man mal eine Ausnahme machen. Der kommt doch nicht mehr weit. Guck mal, der will doch jetzt schon flüchten. Der ist doch jetzt schon schnell unterwegs. Der schafft's nicht. Oh, da stürzt er ab. Nix passiert. Alle Menschen glücklich. Happiness plus 20. Guck mal, und ihr beschwert euch über Steuern. Das ist mit euren Steuern gezahlt, Leute. Ohne eure Steuern wäre das nicht möglich gewesen. Boah, meint ihr, wir schaffen irgendwann die ewige Verbindung zwischen dem hier und dem hier? Ich meine, hier können sie ja dann nicht anlegen, ne? Castle Block. Okay. Vier. So, ich brauche hier vier Blöcke und hier immer zwei.
mal zwei. Dann könnte ich vielleicht jetzt hier so einen Steg bauen. Und dann wieder hier rüber. Oh, hat er da jetzt einen dritten gebaut? So, dann werde ich demnächst mal hier ein bisschen noch rasieren müssen. Da auch nochmal ein bisschen nachrasieren. Aber das lassen wir dir jetzt erstmal bauen. Jetzt haben wir eh nicht mehr so viel Stein. Die Happiness-Ansicht könnte ich jetzt auch mal langsam wieder wegmachen. Jetzt sind im Moment eh alle ein bisschen aufgeregt, ne? Ist klar. Wir haben wieder einen Drachen erlegt. Ich weiß nicht, wonach sich dieses Schloss hier richtet. Und mutiert das jetzt dann immer nur hier? Und wir haben irgendwann einen so einen riesen Castle Tower. Wer weiß das schon? Aber wir sind 201 Jahre. Ja gut, klar, dass da schon viele, viele Leute... Fire has claimed the Archer Tower? Warum? Fire, Archer Tower? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. So, braucht ihr hier noch einen Brunnen oder was? Sagt doch was. Er muss ja überall einen Brunnen hinstellen, damit die hier die Gerätschaften nicht abfackeln. Leute, guckt euch das an. Dann haben wir bald hier schon alles wieder bebaut. Ja, hier geht es jetzt erstmal weiter. Das wollte ich als an mein Hauptzentrum halt andocken. Das lassen wir ganz außen vor erstmal. Das interessiert keinen. Und dann bauen wir uns nach hier unten noch ein bisschen. Ja, hier so. C'est bon, c'est bon. Ja, dann kann ja eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Ja, rekrutieren. Salanzelett, Alter. Guck mal, Alter. Der hat eine Armee dabei. Da sollen sie mal kommen. Da sollen sie mal kommen, die Vikings. Harry ist gestorben, weil er alt ist. Die sagen, also ich kann seit Jahren nichts dagegen machen. Irgendwo fehlt hier wahrscheinlich ein Stück Weg oder so und deswegen... brauchen die zu lange für irgendwas. Weil überall sind eigentlich in der Nähe von Feldern und so, habe ich eigentlich überall so Stockpiles und andere Piles und Kram halt. Ah, guck mal, jetzt lagern die hier aber Kohle ein. Dadurch müssten die doch eigentlich wieder ein bisschen glücklicher werden dann irgendwann. Hast du noch was? Food? Boah, meine Leute könnten 30% glücklicher sein. Ja, die gewöhnen sich schon an die Steuern. Die gewöhnen sich schon dran. Machen wir doch auch, oder? Das machen wir doch auch. Oh, ich weiß noch, ich habe in Zeiten gelebt, da gab es 16% Mehrwertsteuer. Oder war das schon immer 19%? Ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke, war es irgendwann mal 16%. Und dann kamen die Schweine und haben gesagt, ja, der Euro... ja, es sind doch 3%, was macht denn das aus? Weil sie gemerkt haben, oh, die Leute verdienen mehr. Das ist wahrscheinlich immer dieses Ding. Ja, dann streiken die Gewerkschaften, dann kriegen die Leute mehr Lohn ausgezahlt und dann sagen die, pass auf, so und so viel Prozent der Leute verdienen so und so viel Geld, das holen wir uns auf eine andere Art und Weise wieder. Ja, es gibt einen sehr, sehr tollen, intelligenten und für die Welt und gerade für unser Land sehr wichtigen Musiker. Ja, sein Name ist Reinhard May. Und der hat in einem wunderschönen Lied einmal gesungen, ja, dass der Priester nimmt den Staatschef beim Arm und sagt, du hältst sie dumm. Nein, ich halte sie dumm und du hältst sie arm. So. Und ja, und das ist im Endeffekt, da siehst du, ne, diese kleine Textzeile zeigt diesen Spalt der Gesellschaft, der schon immer im Prinzip auf Glaube und Wirtschaft basiert hat. So, unser Land basiert merkwürdigerweise immer noch sehr stark auf allen Richtlinien des Christentums. Und, ne, CDU und so, weißt du, und also es sind alles christliche Demokraten oder christliche irgendwas. Auf jeden Fall Hauptsache irgendwie der Herr ist hinten drin, weil alte Leute glauben alle an Gott und deswegen kriegt man da mehr Stimmen. So. Wobei für viele Top-Parteien sieht es dieses Jahr nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich gar nicht vielleicht so schlimm finde. Ja, ich will nicht sagen, ich finde es gut, dass gewisse Parteien jetzt mehr Anspruch kriegen als andere. Ich bin generell nicht so politisch affin und
will mich da auch gar nicht irgendwie einmischen und auf irgendeine bestimmte Seite stellen. Ich bin politisch völlig neutral. Ich habe weder bin ich links noch bin ich rechts. Ich bin einfach nur ein Mensch. Ja, ich möchte, dass jeder Mensch gerecht behandelt wird. Und ja, da gibt es leider keine Partei, die ich dann wählen könnte. Deswegen. Ja, ihr habt ja recht. Aber im Prinzip soll halt jeder Mensch Mensch sein. Und das hat meiner Meinung nach nicht viel damit zu tun, wen ich gerade irgendwie gewählt habe. Und ich finde es vielleicht ganz spannend, dass dann mal in die Politik so ein bisschen frischer Wind mit kleineren, jüngeren, frischeren Parteien kommt, die dann vielleicht die ein oder anderen Gedankengänge haben, die halt unser Eins auch irgendwie mitverfolgt, weil sich einfach das Land ändert. Ja, und da gibt es halt viele Politiker, die halten sich ganz steif und strikt an 100 Jahre alten Richtwerten fest, die man heute einfach eigentlich auch nicht mehr anwenden kann. Auch unser ganzes, das ganze Sozialgesetzbuch und so ein Zeug, das sind alles Sachen, da müsste eigentlich mal ein richtiger Rundumschlag passieren, weil das behandelt so viele Dinge so ungerecht, weißt du, so, dass da irgendwie Kinderschänder kriegen, weil sie ja selber angeblich krank sind, Freiheitsstrafen, die nicht ansatzweise irgendwie, weißt du, die haben Menschenleben zerstört, mehrere Familien zerstört, weißt du, so vielleicht Kinder über Jahre missbraucht, misshandelt und weiß ich nicht und sitzen dann 3 Jahre, kommen dann in offenen Vollzug, der im Prinzip ist wie ein Ferienlager und und dann zack, werden sie wieder auf die Menschheit losgelassen und ihr könnt gerne selber nachlesen, bevor ich falsche Zahlen nenne, aber ihr könnt selber nachgucken, dass ein sehr großer Teil dieser Menschen einfach wieder rückfällig wird, Resozialisierungsprogramm hin oder her, ja, und es kann einfach nicht angehen, dass Menschen, die anderen Menschen psychisch so einen Schaden zufügen, weniger Strafe kriegen, als jemand, der Zigaretten schmuggelt aus dem Ausland, das muss man sich mal geben, Alter, das muss man sich mal geben von einem Bekannten von mir, die Eltern, die waren früher halt oft in Polen und so, und haben da immer Zigaretten mitgebracht und dann wurden die lange, lange beobachtet. Dann haben sie denen irgendwie halt Steuerhinterziehung nachgewiesen und sein Vater musste 4,5 Jahre in den Knast. 4,5 Jahre musste sein Vater in den Knast für Zigarettenschmuggel. Und ich wette, es gibt da draußen Vergewaltiger und ich wette, es gibt da draußen Kinderschänder und ich wette, es gibt da draußen irgendwelche manisch-depressiven Körperverletzer, die nichts Besseres zu tun haben, als Leuten den ganzen Tag irgendwie Provokationen aufzuerlegen, bis sie dann die Möglichkeit haben, zuzuschlagen. Da gibt's hunderte von. Menschen, die einfach aus Spaß andere Menschen leiden lassen. Und die kriegen nicht ansatzweise so hohe Strafen, nicht ansatzweise. Die kriegen Geldbußen, ja, weil sonst heißt, die Gefängnisse sind überfüllt. Ja, warum? Weil ihr irgendwie, keine Ahnung, weil ihr einen Steuerhinterzieher, ja, jahrelang hinter Gitter steckt, weil er ja das ganze Land betrogen hat, blub, 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 blub. Weißt du, als ob da 3 Millionen von einem Uli Hoeneß oder lass es 30 Millionen gewesen sein, weißt du, so, selbst wenn es 300 Millionen wären, als hätte das irgendwie dem Staat in irgendeiner Art und Weise verletzt, als hätte mich das als Einzelperson verletzt. Die holen sich die Kohle doch woanders wieder. Die holen sich, müsst ihr mal gucken, wo Frau Merkel die ganze Kohle aus der Rentenkasse gesaugt hat, für die ihr alle und ich alle und überhaupt alle, wo wir wieder Geld reinpumpen müssen, weil plötzlich der Haushalt nicht ausgeglichen ist, weißt du, so, und da hat keiner gefragt, mich hat keiner angerufen, hat gesagt, hey, Herr Kreis, wie sieht's aus? Kann ich von dem Teil, den du in die Rentenkasse eingezahlt hast, macht dir das was auf, wenn ich davon ein Stück auf der A9 renoviere? Mich hat da keiner gefragt. Also für mich ist das, was passiert, das ist keine Demokratie. Nur weil ich irgendwie den Faschisten wählen darf, der mich dann anführen soll, weißt du, so ist es für mich noch lange keine Demokratie. Das hat nichts mit Volksstimme zu tun. Ja, überhaupt nichts. Gar nichts. Ja, ich werde nicht gefragt, möchtest du vielleicht, dass wir, keine Ahnung, was sind irgendwelche plakative, nenn mal ein plakatives Hauptthema irgendwie, irgendwelche Gesundheitsreformen, weißt du, möchtest du vielleicht, dass wir deine Krankenkasse bezahlen, weißt du, so, mach doch mal eine Abstimmung, möchtest du vielleicht medizinische Legalisierung von Cannabis, wie sieht's aus, was sagst du dazu, frag doch mal das Volk. Was dabei rumkommen würde. Nein, aber es wird alles unterdrückt. Weißt du, habt ihr hier in Bayern überhaupt von irgendwem anders außer vom Seehofer irgendwie einen Werbespot gesehen? Ich nicht. Alle anderen haben Schiss, weißt du? Weil die CSU einfach zu mächtig ist. Naja, aber das soll jetzt keine Politiklehrstunde werden. So. Das muss halt jeder für sich sehen. Und da gibt es halt immer viel Grundstoff, viel Diskussionsstoff. Da werden jetzt schon wieder einige die Keule schwingen und sagen, aber der und der, aber da und da. Und nein, es werden immer dieselben gewählt. Immer dieselben. Und wenn es denen nicht passt, dann weist denen doch erstmal einen Wahlbetrug nach. Ja, das wird alles ganz hart kontrolliert, bla bla bla. Und dann, weißt du, ich weiß, wie das funktioniert heutzutage. Dann, wenn jetzt wirklich ein Wahlbetrug stattfindet und jemand deckt ihn auf, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird es heißen,
Ach ja, da war so ein russischer Hackerangriff, das tut uns leid. Ja, wenn es dann wirklich auffliegen sollte, dann wird es auf jeden Fall auf irgendeinen ausländischen Hackerangriff geschoben. Vielleicht im Moment Nordkorea, die wehren sich sowieso nicht. Also die sagen, ja, wir sprengen euch in die Luft, aber ansonsten sagen die nichts. Naja, Leute, das sind Gründe, warum ich nicht in die Politik gegangen bin, weil ich mich da doof und dämlich diskutiert hätte mit diesen Leuten und dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann selber eine Gefängnisstrafe absitzen müssen. Weil ich nicht schmierbar bin. Das ist halt so ein Ding. Weißt du, das heißt, entweder wäre ich irgendwann, hätte ich irgendwann zu viel gesehen und hätte entweder geschmiert oder umgebracht werden sollen. Und dann muss man nur mal geschmiert wählen. Das bringt ja sonst nichts. Naja, Leute, wichtig ist, dass wir an allem Spaß haben. Wichtig ist, dass wir nicht wegen irgendeinem Scheiß Kriege führen. Nur weil wir sagen, der und der ist besser. Das kann man ja sagen. Ja, auch beim Fußball oder beim Wrestling kann man sagen, hey, ich mag den Verein Bayern viel lieber, weil blub, 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 mir gefällt der und der Spieler. Oder, ne, keine Ahnung. Das sind ja manchmal so Gründe. Da ist ja dann ein Spieler bei, den findet man dann ganz toll. Und dann ist man halt immer Vereinsfan, wo der Spieler halt gerade ist. So. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Und da gibt es aber Leute, die sich dafür auf die Fresse hauen, für so ein dummes Thema, für so sinnlosen Scheiß. Für so dummen Kack. Stellt euch das mal vor. Menschen, die sich verletzen, totgeschlagen. Es wurden Familienväter getötet. Irgendwo da draußen gibt es Mädchen, kleine Töchter oder Söhne, die jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen älter sind, die ihren Vater verloren haben, weil er sich gedacht hat, komm, wir hauen uns gegenseitig auf die Fresse, weil mein scheiß Fußballverein ist viel besser als dein scheiß Fußballverein. Und das ist ein lächerlicher Kackwitz. Wenn ich dann daran denke, weißt du, was der Mensch behauptet, wie intelligent er ist, dann ist es, das kann nur ein kleiner Teil sein. Weil die Masse rennt doch dann immer der anderen Masse hinterher. Leider. Oh, jetzt habe ich wieder, jetzt kommen wieder hier Freddy und alle seine Diskutiererfreunde und direkt Kommentar habe ich gleich unterm Video. Sehe ich jetzt schon wieder. Sehe ich jetzt schon wieder. Du sagst, du bist nicht bestechbar, spielst aber nur noch Spiele für Kinder. Wo ist dein brutales, warum sagst du nicht mehr Kackarschfotzenpimmelschwein? Das ist viel lustiger. Ja, aber selbst wenn das Video noch so unlustig ist, hast du es geschafft, mit deinem Kommentar ein bisschen Witz darunter zu bringen. Ist doch cool. Weißt du, ist doch geil. Brauche ich ja nichts mehr machen. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Wir haben heute genug erreicht, wir haben einiges geschafft. Wir sind ein großes, aufstrebendes Volk. Hier, guck mal, hier werden Mauern gebaut. Ja, ich hab irgendwann in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, in welcher es gewesen ist, habe ich ja gesagt, ich werde einen riesigen Kranz um diese Firma hier bauen. Hier bauen wir später auch noch Kranz. Überall wird Kranz gebaut. Hier könnte ich eigentlich so übers Wasser bauen. Schiffe habe ich ja eh nicht, oder? Gibt's irgendwas, was ich noch nicht hab? Habe ich, 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 habe ich. Habe ich alles gebaut. Castle, Castle. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Nee, Moat habe ich noch nicht gebaut, aber Invading Ogres kann ich jetzt gerade sowieso nicht slowen. Bäckerei, Markt, keine Ahnung. Mason habe ich, glaube ich, erst einmal gebaut. Aber ansonsten, Naja, Freunde, ne? Wie gesagt, nehmt nicht immer alles so ernst. Und wenn, lasst alle Menschen Menschen sein. Schiebt euch nicht immer gegenseitig irgendwie einen Keil in die Karre. Sondern greift euch lieber gegenseitig unter die Arme. Denn wie in diesem Spiel hier funktioniert nichts ohne Zusammenarbeit. Alleine kriegst du auf dieser Welt nichts hin. Und wenn, dann bleibst du immer alleine. Das muss man sich halt immer so geben, ne? Es gibt viele Menschen, die haben vielleicht in bestimmten Dingen sehr, sehr viel erreicht, sind aber auf der anderen Seite sehr, sehr einsam. Haben vielleicht viel, viel Geld, aber sind trotzdem sehr, sehr einsam. Naja. Ich hätte trotzdem sehr viel Geld gerne, Kreis. Ja, ist ja okay. Dann steh morgens um 4:30 auf, jeden Tag, denn nur so kannst du die Welt verändern. Sag ich euch, das sagen euch auch alle Navy SEALs, das ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir am Rande. Auch wenn es schwer fällt, irgendwann, es fällt immer schwer, früh aufzustehen. Ich hasse früh aufstehen, aber wenn ihr euch daran gewöhnt habt, ja, dann kannst du manchmal schon morgens, bevor alle anderen Menschen wach sind, so viel vom Tag erledigen, ja, dass du einfach viel mehr vom Tag hast als alle anderen Menschen. Und wenn du dann diesen Punkt hast und weißt, ihn zu genießen, ja, auch wenn du dafür auf ein bisschen Schlaf verzichtest, dann gehst du früher ins Bett abends, weißt du, so, du brauchst in der Woche, wer muss in der Woche bis 11 Uhr wach sein? Wenn man mal genau drüber nachdenkt, macht das eh keinen Sinn. Weil da nichts mehr passiert. Alle hängen irgendwo rum. Klar, du kannst dir noch irgendwie dumme Geschichten mit deinen Homes irgendwo erzählen. Am Wochenende macht es Sinn. Aber in der Woche? Naja, vielleicht ist es auch nur Geschwätz von einem alten Mann. Freunde, trotzdem.
Schlaft gut, schlaft viel, aber nicht zu viel, sonst verliert ihr viel vom Leben. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Geht vielleicht mal vor der Schule schwimmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Und immer von vorn nach hinten abwischen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.